Mein Name ist Lutz Glaser und ich bin hier zuständig seit 2006 für die Pharmakantenausbildung am Standort Bayer Berlin. Pharmakanten hier am Bayer Standort Berlin haben als Aufgabe, unsere Medikamente, die hergestellt werden, in einer sehr, sehr hohen Qualität herzustellen für den Weltmarkt. Und dann gibt es auch Pharmakanten, die in der pharmazeutischen Entwicklung tätig sind. Und die müssen natürlich sehr sorgfältig die vorhandenen neuen Wirkstoffe in die entsprechenden Applikationsformen bringen. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Die kann man, wenn man gut ist, auch verkürzen. In den naturwissenschaftlichen Fächern natürlich Physik und Chemie gut sein und ferner auch natürlich in der Mathematik und auch Interesse an Englisch haben, weil wir ja hier ein international operierendes Unternehmen sind. Die Aufstiegschancen, die können einmal innerbetrieblich sein, über die sogenannte Meisterlehre. Da muss dann berufsbegleitend nach 5 Jahren müssen Sie sich zum Industriemeister Fachrichtung Pharmazie ausbilden lassen und haben dann möglicherweise innerhalb des Betriebes die Möglichkeit, Coach oder ein sogenannter Linienführer zu werden. Vorausgesetzt natürlich, dass dann die entsprechenden Stellen frei sind. Im Rahmen der pharmazeutischen Entwicklung können Sie sich dann zum Fachexperten innerhalb der Abteilungen weiterentwickeln. Wir haben weitere naturwissenschaftliche Berufe, wie die der Laboranten, nämlich die Chemie- und Biologielaboranten. Ferner haben wir die Produktionsfachkraft Chemie, dann die Maschinen- und Anlagenführer als 2-jährige Berufe. Wir haben dann noch 2 Technikberufe, den Mechatroniker und den Elektroniker für Betriebstechnik. Alle 2 Jahre werden sogar Tierpfleger ausgebildet. Und wir haben noch eine sehr große Unterabteilung bei uns, nämlich die der kaufmännischen Ausbildung für die Ausbildung der Kaufmänner, Kauffrauen für Büromanagement. Wir bieten pro Jahr 8 bis 10 Ausbildungsplätze für den Pharmakanten an und es richtet sich je nachdem, wie die Bedarfe in 3 oder 3,5 Jahren sind. Bewerben muss man sich ab einem Jahr vorzeitig schon hier bei uns. Insgesamt freuen wir uns über jede Bewerbung, vorausgesetzt, dass es sich um wirklich motivierte junge Menschen handelt, die sich einigermaßen gut über unsere Berufspalette, ich spreche jetzt mal nicht nur für die Pharmakanten, interessiert haben und wo gesagt wird, hey, da schlägt mein berufliches Herz, das wäre was für mich. Das muss nicht immer Hochglanz sein von dem, was aus den Schulen kommt. Das können wir auch gar nicht mehr erwarten. Aber großes Interesse, große Motivation. Über so junge Menschen freuen wir uns am meisten. Und die gehen dann auch erfolgreich in die Abschlussprüfung hinein.